Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt es bei mir eine Karte zum Aufstellen. Ein Dreieck, das kann man mitten auf den Tisch stellen und da drin ist jede Menge Platz für eine Geburtstagskarte. Wenn man das hier öffnet, dann kann man das ausklappen und da kann man einen langen Brief reinschreiben. Man kann davon natürlich auch dann mehrere basteln und mehrere auf den Tisch stellen. Hier außen drauf kann man natürlich auch schön noch was schreiben. Ich finde, das ist so eine ganz einfache Karte und trotzdem irgendwie besonders und speziell. Sieht fast ein bisschen aus wie der Eiffelturm, je nachdem in welchen Farben man das macht. Vielleicht möchtet ihr das nachmachen? Dann bleibt einfach dran. Man braucht 3 Origami-Papiere. Die sollten auf jeden Fall quadratisch sein. Und ihr habt die Wahl, ob das alles die 3 die gleichen sein sollen oder wie ich das hier gemacht habe, auch noch eine andere Farbe mit reinnehmen. Man kann auch 3 verschiedene, also da hat man wirklich alle Möglichkeiten offen. Außer dieser 3 Origami-Papiere, die eine quadratische Form haben, braucht man auch noch etwas, um die Karte zu verschließen. Ich habe da Washi-Tape. Man braucht einen Klebestift. Und das ist schon alles, dann kann es schon losgehen. Jedes Papier knicke ich einmal von der einen Spitze zur anderen Spitze. Einmal in der Diagonale und mache hier einen Knick. Jetzt brauche ich meinen Klebestift und ich klebe jetzt die eine Seite hier so an die andere Seite. Also die Spitze kommt hier oben auf die Spitze und die Außenkante von diesem Origami-Blatt ist an der Knickkante von dem anderen Blatt. Dafür am besten an der einen Seite Klebestift auftragen. Und dann klebe ich hier das Blatt einfach an. Und hieran klebe ich jetzt das nächste Blatt und hier dann auch wieder mit der Außenkante hier an den Mittelknick. Jetzt kann man den Brief schreiben und wenn der Brief fertig ist, klappe ich das Ganze einfach so aufeinander. So hält das aber noch nicht so gut, deswegen fehlt jetzt noch der Streifen zum Verschließen. Und schon ist die Karte fertig. Für dich von Kati alles Gute zum Geburtstag. Ich finde, es sieht total schön aus, wenn man 3 die gleichen Farben nimmt, aber man kann es natürlich auch super schön so mit verschiedenen Farben kombinieren. Finde ich, sieht auch gut aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Karte nachmachen würdet, wem ihr die auf den Tisch stellen würdet und ob ihr eher eine Farbe nehmen würdet oder 3 verschiedene Farben oder 2 verschiedene Farben, so wie ich das hier gemacht habe. Einfach alles unten reinschreiben. Und sonst, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!